Ja, hallo liebe Leute. Ein kleines Update ist rausgekommen bei Fishing Planet und da gibt es jetzt folgende neue Sachen. Und zwar einmal hier bei den Missionen ist jetzt alles aufgeteilt in Kategorien. Nicht mehr hier untereinander, wie es vorher war, die Kategorien, sondern jetzt hier jede Kategorie hat ihren eigenen Writer. Da sind die Events zum Beispiel. Da könnt ihr sehen, welche Events ihr schon gemacht habt und welche Missionen noch offen sind. Alles mit Haken ist gemacht. Und da ich hier nichts mehr offen habe, wird auch nichts Offenes mehr angezeigt hier. Alles abgehakt. Das ist ja auch mein Hauptaccount hier. Da habe ich alle Events schon gespielt, alle Missionen. Anfängermission klar gemacht. Gekonntheitsmission. Auch alle gemacht. Das Sammeln, alles gemacht. Fischmonster, alles gemacht. Nur Durchforstung habe ich hier noch. Da sind noch keine Haken. Die drei Sachen habe ich noch offen in meinem Hauptaccount. Balken Lake. Dann seht ihr hier rechts, was noch offen ist. Da brauche ich nur noch einen Stein. Barschwang am Balken Lake. Dann bin ich da auch fertig. Munchkin Lake, den goldenen Putzer, dann bin ich da auch fertig. Und Aktuba, nur noch die Ziege, dann ist das auch erledigt. Also Munchkin Lake kommt dann natürlich noch Erkundung 2. Das ist jetzt erst die Erkundung 1. Aber hier ist es schon die Erkundung 2 und Falcon Lake, ja, ist das auch die Erkundung 1. Zwar nicht als 1 angezeigt, wird einfach nur Erkundung angezeigt, aber da kommt auch noch eine zweite. Mit den Forellen wahrscheinlich dann. Deswegen bekommt man hier auch schon mal Spawn-Sack als Köder. Jo, und dann, was mich besonders sehr freut, ist einmal hier bei den Vereinen. Die neuen Ligen werden kommen. Ab 1. Dezember geht es los um 13 Uhr. Da kann man dann Verein gegen die, also mit dem eigenen Verein gegen die anderen Vereine antreten. In verschiedenen Divisionen, Ligen. Und was mich noch mehr freut, ist jetzt hier diese Funktion. Man braucht nicht mehr hier diese. Hier die 10 und hier die 5 kaufen und dann wiederklicken, kaufen, wiederklicken, kaufen, wiederklicken, kaufen, sondern man geht hier, ich zeige es mal anhand der Scheine. Also hier sind ja 10 Stück für 650. Das sehen wir hier. Einmal, na, hier steht zwar 1, aber das heißt einmal die 10 für 650. Wollt ihr gleich 100 Stück kaufen, geht ihr hier einfach auf 10. 10 mal 10 sind 100. So, und dazu gehe ich aber kurz in Inventar und überprüfe das, ob das auch wirklich hinhaut. Shiner. Gehen wir mal hier hin. Da sehen wir die Shiner. Besser. Na, wo seid ihr, Shiner? Große L-Ritze. Habe ich die Shiner nicht drin? Ich habe zurzeit gar keine Scheine, ja, umso besser. Habe ich hier noch Platz? Ja, noch ein bisschen Platz. Guck noch mal nach. Kleine L-Ritzen. Nö, keine Scheine. Gut. Dann probieren wir es jetzt hier mit dem Scheiner. Stopp. Scheiner. Will ich gleich 100 Stück kaufen. Und kostet dann 6.500. Bezahlen. Ab in den Rucksack damit. Gucken wir wieder in den Rucksack rein. Da sind sie jetzt. 100 Scheine. Ist das nicht fantastisch? Man braucht nicht mehr 1000 Klicks, um. 1000 brauchte man nicht, aber. 20 Klicks brauchte man vorher, um die 100 Stück zu kaufen.
So, das gleiche mache ich nochmal bei großer L-Ritze. Wie viel habe ich da? 33 Stück. Über große L-Ritze. Da sind es ja immer 5 Stück für 950. Das heißt, dann nehmen wir 20 Stück. Sind 19.000. Haben wir da auch wieder 100 Stück. Dazu gekauft. Jetzt müssen wir 133 haben. Jo, haben wir 133 Stück. Ich finde das super. Da haben sie endlich mal was Vernünftiges gemacht. Sorry. Das Husten gerade. Jo, sonst irgendwas Neues noch? Nö. Wie gesagt, die Mission und im Shop und im Verein hier dieses. Die drei Sachen, die ich jetzt hier gezeigt habe, sind neu. Im Inventar ist nichts neu. Globus, da ist auch nichts neu. Das ist alles wie gehabt. Sport, auch alles wie gehabt. Nächste Turnier steht an. Anmeldung ist am 13.11. 14., 15. und 16.11. sind die erste, zweite und dritte Qualifying. Und dann wieder am 18., 19. Halbfinale und Finale. Boah. Musste mal kurz stumm schalten, weil wieder so einen blöden Kloß im Hals. Musste ich erstmal loswerden. So, jo, da hat sich auch nichts verändert. Das ist alles wie gehabt. Da ist auch alles wie gehabt. Wie ist es denn bei den Booten? Kann man jetzt auch mehrere Boote kaufen? Ne, wenn ich da auf kaufen gehe, dann kauft er das eine Boot. Wird auf jeden Fall so sein. Genauso hier. Nee, da nicht. Da. Da wird er dann das gleich kaufen, was man anklickt. Weil es ja keinen Sinn macht, da mehrere zu kaufen. Aber wie ist es denn bei Routen zum Beispiel? Angelrouten. Wir mal. Rundrouten. Na komm. Jetzt. Kauft er auch mehrere? Mal gucken, welche habe ich denn noch aus Rundrouten. Also der Casadora habe ich noch dreimal und eine Catboxer. Catboxer. Auch nur die kleine, die 21. Gut, dann kaufen wir noch mal Catboxer. Oh, er merkt sich das, wo man zuletzt gestanden hat. Sehr schön. Catboxer. Die große Catbox. Mal gucken, ob ich da zwei Stück gleich kaufen kann. Aber die trotzdem. Ne, die kauft er weiter einzeln. Okay. Dann ist es bei den Spulen genauso. Und wie ist das bei Schnüre? Loch. Passende. Nur für die Catboxer, was gekauft habe. Hier. Die 500. 300. Kauft er auch einzeln. Okay. Angelzubehör. Gucken wir da noch mal.
Wir mal. Pöbel, nee, ich kann mal hier bei den Vorfächern vor. Titanvorfahrt. Ah ja, bei den Vorfächern kann man wieder mehrere kaufen. Mehrere kaufen. Sehr schön. Oh. Zubehör. Und Blei. Catboxer. 200 Gramm Blei. Hey, die kauft er auch einzeln weiterhin. Haken. Ich kaufe mal normale Haken. Die Backcoins aufgeben. Haken. 10 Nuller. Jo, Haken kann man auch gleich mehr, wieder mehrfach kaufen. Sehr schön. Noch was. Der ging nicht. PVA-Beutel. Brick. Alleine Brick. Auch häufig. Große 44. So identisch. Kosten die 355 und die nur. Achso, das ist. Achso, das ist das 40er, das ist das 44. Also beides wäre 44. Gut, gucken wir mal. Ja, auch Vorfächer, auch Carolina Rigs. Alle Rigs kann man mehrfach kaufen. Sehr schön. Gucken wir mal bei den PVA-Beuteln, ob es auch geht. Größten. Ja, auch da geht es, kann man auch gleich mehrfach kaufen. Zu Haken geht. Standardglocken geht. Ne, die kauft man weiterhin einzeln. Und bleibt auch ein. Der Körbe. Die werden auch einzeln. Rosen, jo, immer noch einzeln. Dacht. Raketen sind dann auch einzeln. Die werden auch einzeln. Durch Kunstköder, da auch mehrfach kommen. Genau. Wir gucken mal. Ja, auch Kunstköder kann man mehrfach kaufen. Schön. Ja, hier immer schon 5 Stück. Und wenn man 10 Stück haben will, geht man hier einfach auf 2. Auch nice. So bei den Blinkern geht's so. Den Gummifischen. Ja. Auch. Den Crankbaits. Meter 5. Nee,
Crankbaits kauft er weiterhin einzeln. Topwaterköder. Großen 64. Ja, Topwaterköder nimmt er auch nur einzeln. Jerkbaits, aber die werden genau wie Crankbaits nur einzeln. Die werden wahrscheinlich auch nur einzeln sein. Also alles in der Kategorie hier einzeln. Kategorie mehrfach. Gummifische wieder nur einzeln. Bustchick. Das bei den Bustchicks. Ja, Bustchicks kann man wieder mehrfach kaufen. Also jetzt mehrfach kaufen. Dickköpfe. Dickköpfe. Den man auch gebrauchen kann. Der hier 18 Gramm. 6. Ja, auch Jigköpfe kann man mehrfach kaufen. So, Borsten eigentlich. Rote kann man natürlich nicht mehrfach kaufen. Lizenzen. Die kommt man immer schon in verschiedenen Varianten kaufen für mehrere Tage. Service. Da kommt man auch verschiedene Mengen kaufen, schon immer. Da auch keine zwei kaufen können und oder drei kaufen können auf einmal. Weil ETCs kann man ja schon immer nur einmal kaufen und dann nie wieder. So, das soll es dann auch gewesen sein von den Neuerungen. Wie es denn hier weitergeht, dieser Neuerung, das sehen wir dann am 1.12. Und dann war noch was angekündigt, irgendwas mit Turkey Race oder so. Am 17.11. diesen Monats, weil da ist hier nichts weiter eingezeichnet, wie hier bei Sport. Dann nur hier das Turnier. Ist aber oh, nichts am 17., sondern 17. ist der Freitag, der Donnerstag der 16. und dann geht es weiter Samstag. Freitag ist ja mal Ruhetag da. Weil irgendwas scheint am Freitag den 17. zu sein. Stand jedenfalls in der Update-Beschreibung drin. Aber ich finde es nicht hier in. Gehen wir hier auf den 10. Geht nur bis zum 16. Ah ne, hier. Doch, 16. 17. Da irgendwas Neues. Ah, jetzt weiß ich, was Turkey Dings ist. Das ist hier Erntedankfest Event. Die Eventzeit geht da los am 17. Alles klar, jetzt habe ich im Kopf umsetzen können, was das heißen sollte. Okay, das soll es denn jetzt aber gewesen sein von dem Update. Und jo, wir sehen uns dann, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.